ist das Highlight, der Salutschuss, wenn alle 432 Böllerschützen in Poxdorf bei Forchheim gleichzeitig ihr Schwarzpulver abfeuern. Klar, dass dabei ein Gehörschutz Pflicht ist und der ist nicht die einzige Vorkehrung, um dieses Hobby sicher zu machen. Trotz der Gefahr ist Rudolf Angerer seit 25 Jahren vom Böllern fasziniert. Jetzt wird als erstes mal gesichert, damit nichts passieren kann. Dann wird das Pulver eingefüllt. Das Pulver wird dann verdämmt mit einem Korken und der Kork wird reingeschlagen, so wie das die Handböllerschützen auch machen. Das hört man, das charakteristische Klopfen. Das ist das Schöne auch mit beim Böllern, dass man das hört, wenn der Böllerschütze seinen Böller verdämmt. Aber ist es nicht ein total gefährliches Hobby? Nein, wenn man die Sicherheitsvorschriften hundertprozentig beachtet, ist es überhaupt kein gefährliches Hobby. Dazu gehört auch ein Sicherheitsabstand von 10 Metern. Und letzten Endes verlassen alle Schützen und Zuschauer das Feld unverletzt. Auch Kanone Helena gibt erstmal wieder Ruhe, bevor sie in 4 Wochen die nächsten Schüsse abfeuert.